Servus Leute, wir sind heute in Proz. Neben mir sitzt die Kathi, ehemalige Profikletterin. Du hast ja schon einiges gewonnen, also auch im World Cup. Was zählst du da so zu deinen größten Erfolgen? Ja, also ich bin Jugendweltmeisterin geworden, im Vorstieg damals. Und dann eigentlich mit 15 schon im Weltcup eingestiegen. Und da bin ich dreimal am Podest gewesen, also einmal Zweite, zweimal Dritte. Und auch beim Rockmaster bin ich einmal Zweite geworden und habe das Duell dort gewonnen. Das würde ich sagen, sind meine größten Erfolge. Du hast ja eigentlich deine Karriere quasi erst vor kurzem beendet, oder? Also, was ich noch gelesen habe in einem letzten Interview war, 2020 wollte ich nochmal durchstarten. Seit wann hast du eigentlich die Profikarriere jetzt lieber noch? Ja, also offiziell habe ich sie im August 2020 beendet, im Rahmen vom österreichischen Bewerb. Das war eigentlich ziemlich lässig. Da bin ich einfach nochmal geklettert, obwohl ich eigentlich die Monate davor gar nicht mehr trainiert habe, weil ich wollte eigentlich eben 2020 nochmal durchstarten, weil nach der WM 2019 habe ich so eine Art Burnout gehabt, habe mal echt Zeit gebraucht für mich wieder. Und dann habe ich eigentlich schon die Motivation gefunden, wollte nochmal durchstarten und dann ist Corona gekommen, bin ich daheim gehockt und habe mir halt überlegt, will ich überhaupt jetzt nochmal trainieren, rentiert sich es noch, weil ich gewusst habe, es wird sowieso mein letztes Jahr 2020. Und dann habe ich eigentlich während dem harten Lockdown entschieden für mich, dass es beendet und eben nur mehr so eine Art Abschiedsbewerb mache. Immer ein Wettkampf ist schon nicht das Einzige, was du kletterst. Du bist schon viel draußen unterwegs. Ja, 8er Plus Boulder habe ich schon gemacht und 8C Route. Ja. Und was war da so die Herausforderung im draußen Klettern im Vergleich zum Wettkampf? Ich meine, für mich ist es immer hart, so das zum Vergleichen in der Halle klettern, draußen klettern, ist ja schon ganz was anderes. Ja, es ist für mich auch ganz was anderes und natürlich während meiner Wettkampfkarriere war ich nicht so oft am Fels und deswegen ja, habe ich jetzt auch nicht länger irgendwas projektiert oder so. Das war meistens im Rahmen von Trainingslager oder mal am Wochenende und da war es halt auch oft so, dass ich jetzt nicht die schwersten Routen eingestiegen bin, weil es eher so zum Unterkommen war. Und die 8C, die ich geklettert bin, war in Santa Linia damals im Trainingslager. Und ja, da habe ich halt gewusst, okay, wir sind da 3-4 Tage da, ich habe nicht so viele Versuche. Und deswegen war das für mich schon ein Erfolg, die dann gleich so schnell zu klettern. Vor allem, weil es jetzt nicht der 8C war, der jetzt jeder gleich mal klettert, sondern eher eine von den nicht so bekannten. Anna, wie bist du zum Klettern gekommen? Ja, also ich habe mit 5 Jahren angefangen und ich bin eben in Ehrwald im Asserfern aufgewachsen. Und da war es so, dass mir eine Freundin mal mitgenommen hat in eine kleine Schule. Da war so eine kleine Kletterwand, dass ich das mal probiere. Dann hat es mir eigentlich gleich voll getaugt und dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Okay, also bei dir in der Familie klettert sonst niemand so? Nein, mein Papa geht halt Berg und Klettersteig oder so, aber jetzt so richtig klettern eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, und jetzt nach der Karriere, die du da beendet hast, hast du dazu entschieden, jetzt bei uns in der Steinburg Technikkurse zu gehen? Also ich habe letztes Jahr im Herbst dann noch einen Übungsleiterkurs gemacht, weil ich mir gedacht habe, was man hat, hat man. Und wenn ich mal Lust habe, gebe ich mal Kurse. Ja. Und dann hat sich irgendwie jetzt so ergeben, jetzt im Juni 2021 hat mich Steinblock Riemst gefragt, ob ich Lust hätte, Anfänger und Technikkurse zu geben. Und dann haben wir eigentlich gedacht, ja, das taugt mir eigentlich schon voll, ich möchte mal probieren, ob ich das also rüberbringen, mein Wissen, das ich habe, glaube ich, und die Erfahrung. Und das hat mir jetzt gleich voller Spaß gemacht, die ersten Kurse im Juni. Und ja, würde jetzt gerne weitermachen. Kann man das noch lernen, wenn man doch schon so alt ist oder halt doch schon etwas älter und das nicht in der Jugend ja anfängt? Ich meine, viele sind wahrscheinlich erst jetzt gerade so zum Klettersport gekommen. Ich glaube, es ist nie zu spät, einen Technikkurs zu machen. Nur natürlich lernt man als Kind schneller und leichter. Nur, das heißt nicht, dass man jetzt als älterer Mensch das nicht mehr machen braucht, weil es keinen Sinn mehr hat. Ich finde gerade im Gegenteil, wenn man jetzt schon ein bisschen angefangen hat klettern und sich denkt, boah, bei anderen schaut das irgendwie leicht aus oder wie kann ich mich verbessern noch, ohne dass ich jetzt wirklich trainiere, da helfen ein paar so Kleinigkeiten in der Technik und man wird gleich einmal besser.